Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Beast Mode 3 Box von Animus. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Beast Mode 3 von Animus, so sieht das Ganze aus. Wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien und dann in Ruhe ansehen. So, hier am besten zu öffnen. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, wir haben hier eine schwarze Box. Oben lesen wir Boss Music präsentiert Beast Mode 3, also BM3. Darunter haben wir relativ dunkel, aber man erkennt es doch deutlich, Animus abgebildet, hier die Glatze und der Bart zu sehen. Das Gesicht von seiner linken Hand verdeckt, die hier ja zwei Symbole in meinen Augen enthält, und zwar einmal drei ausgestreckte Finger, also der Dreier für Beast Mode 3, aber die Hand natürlich auch zu einer Pistole, zu einer Waffe geformt, also ich glaube, es ist sowohl beides damit gemeint. Dann haben wir hier die Seiten komplett in schwarz gehalten, wie man sieht. Auf der linken Seite lesen wir Beast Mode 3. Auf der Rückseite Barcode und Credits, ansonsten blank schwarz das Ganze. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Reguläre Klappbox, hier seitlich zu öffnen. Dann haben wir hier einmal ein T-Shirt, ein Halstuch oder Bandana. Das ist mal spannend. Also die Bonus-EP in so einer Plastikhülle, eine Folie. Die Instrumentals ebenfalls. Dann haben wir die Bonus-EP. Das Album Beast Mode 3 an sich. Eine Autogrammkarte. Und ein Poster. Die Box von innen schwarz. Und nachdem da jetzt einige Sachen eingeschweißt sind, werden wir das Ganze mal aus dem Plastik holen. Also, einmal das Tuch, dann das T-Shirt. Und das Album an sich. So. So, ich glaube, jetzt haben wir alles befreit soweit, jawohl. Und wie immer starten wir mit dem Album an sich. Also, auch hier oben lesen wir wieder Boss Music präsentiert, BM3, also Beast Mode 3. Und hier haben wir Animus abgebildet. Diesmal sehen wir zumindest sein Gesicht, also zumindest hier in der Seiten, in der Profilansicht. Rechts unten nochmal das Logo von Boss Music, BM. Und hier nochmal Animus Beast Mode 3 zu lesen. Auch hier auf der Seite lesen wir wieder Animus Beast Mode 3, ebenfalls wieder in schwarz und weiß. Und dann haben wir natürlich auf der Rückseite die Tracklist, 19 Stück an der Zahl. Wir haben Features von Shadow 030, Gosby, Azad und Gentleman, Motrip und Carlo. Von diesen 19 Tracks sind meine Favoriten zwei Stück, und zwar einmal der Track Ghetto Symphonie Nummer 11. Und einmal der Track 18, Tränen fallen. Auch hier wieder Credits und Barcode zu sehen. Dann kommen wir mal zum Inhalt des Albums. Wir haben einmal ein Booklet, Cover kennen wir bereits. Dann haben wir hier Animus, der uns den Mittelfinger zeigt. Und hier vier Tracks inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Also wer in dem Fall die Beats produziert hat. So sieht das aus. Also relativ düster gehalten, das ganze Artwork so in schwarz und grau hauptsächlich. Weitere Tracks, weitere Aufnahmen von Animus. So sieht das aus.
Und dann hier die letzten beiden Tracks. Oh, hier zum ersten Mal etwas Farbe mit im Spiel. Also hier entsprechend mit Blau und Rot angeleuchtet. Dann haben wir die Credits und das Ganze zum Abschluss. Gut. Die CD Animus Beast Mode 3 sieht so aus. Jedenfalls wieder sehr grau in grau, diese Betonoptik. Und hier hinten BM3 wieder zu lesen. Dann haben wir eine Bonus-EP, In der Ruhe liegt die Kraft 2. Wir erinnern uns, der erste Teil war dieser hier, In der Ruhe liegt die Kraft 1. Also das war die In der Ruhe liegt die Kraft EP damals. Und diese war im Vorgängeralbum zu Beast Mode 3. Das war dieses hier, Beast Mode 2. So hat die Box damals ausgesehen. Unboxing-Video dazu natürlich auch auf meinem Kanal zu finden. Wir haben hier Animus, der uns ja zu verstehen gibt, zu schweigen. Sieht auf jeden Fall mächtig aus, das Bild. Auf der Rückseite haben wir 5 Tracks. Features von Mo Phoenix und Massiv. Ansonsten 3 Solo-Tracks. In die EP habe ich noch nicht reingehört, muss ich noch machen. Zu den Tracks kann ich noch nichts sagen. Auch hier wieder Barcode und Credits. Die CD sieht so aus. In der Ruhe liegt die Kraft 2 Bonus-EP. Und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir, und das finde ich echt spannend, das habe ich überhaupt noch nie gesehen, die Instrumentals in so einer Klarsichtfolie, in so einer Klarsichthülle. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt kein großer Fan davon. Ich bevorzuge natürlich am meisten solche Jewel Cases oder eventuell Super Jewel Cases oder Digipacks. Das sind eigentlich so die bevorzugten. Bei Instrumentals oder EPs, muss ich sagen, habe ich mich mittlerweile an die gewöhnt. Also die akzeptiere ich natürlich auch. Das finde ich jetzt nicht ganz so gelungen, weil es in meinen Augen einfach zu wenig ist. Aber ja, hat man sich in dem Fall für die entschieden. Wir haben hier BM3, also einmal Beast Mode 3 Instrumentals auf dieser CD. Und dann haben wir die Instrumentals zur Bonus-EP auf dieser CD extra. Ebenfalls in so einer Plastikhülle, Plastikfolie. Dann haben wir eine Autogrammkarte, in dieser düsteren Optik. Animus, krasse Unterschrift auf jeden Fall, mit goldenem Stift unterschrieben. Gefällt mir richtig gut. Rückseite blank weiß, hier haben wir nur so ein paar Abdrücke, also dürft ihr sehr viel unterschrieben haben. Und natürlich, wenn man jetzt eine unterschreibt und die Karte liegt dann auf der drauf und die Farbe ist noch nicht ganz getrocknet und der Stift ist halt noch ja, etwas feucht hier gewesen, dann färbt das natürlich etwas ab. Aber rein von der Vorderseite, echt, echt mächtige Autogrammkarte. Dann haben wir ein Poster. Einmal haben wir im Querformat Animus mit beiden Händen, mit beiden Pistolen an die Schläfe gerichtet. Auch wieder sehr düster das Ganze. Und dann haben wir einmal das hier ohne Hände, wirklich nur die Seite, also das Gesicht und die Schulterpartie von Animus. Ohne jegliche Schriftzüge oder Logos drauf, wirklich alles hier in diesem Schwarz und Grau gehalten. Beides im Querformat. Beides ähnlich düster. Passend zum Artwork. Dann haben wir so ein Tuch. Also es ist kein klassisches Bandana, dafür ist es zu groß. Es lässt sich wahrscheinlich am ehesten echt so als Halstuch verwenden. Wir haben hier ein schwarzes Tuch, so glänzende Optik. Und an der Seite so silbergrau die Zierrahmen und diese zwei Rahmen hier auch noch. Animus lesen wir hier. Und das Muster besteht aus Schlagringen, Messern und Pistolen. Und natürlich dem Logo von Boss Music, also diesem verschlungenen B&M. Jetzt würde mich noch interessieren, irgendwo habe ich schon gesehen, ob ich hier so einen Zettel vorfinden.
Also, Boss Music. Und dann lesen wir hier MergeX in Deutschland. Also die dürften das vertrieben haben. 100% Polyester und Made in China. Grüße gehen raus. Und dann haben wir natürlich noch, wie so oft in einer Deluxe-Box, ein T-Shirt. Dieses in schwarz gehalten. Mit grauem Aufdruck. Sieht aus wie irgendeine Basketballmannschaft oder wie ein Football-Logo. Also so dieses Schild, dieses Logo, dieses Wappen. Wir haben hier einmal BM für Boss Music, links und rechts jeweils einen Stern. Darunter noch einen dritten Stern, Animus BM3. Neckprint haben wir in dem Fall keinen. Das Ganze ist ein T-Shirt in Größe L. Jetzt schauen wir noch, ob wir hier unten irgendwie weitere Informationen zu diesem T-Shirt finden. Aber ich gehe mal davon aus. Ja, sehr gut. Also, wir haben es zu tun mit einem Continental. Das freut mich besonders. Also, Continental Clothing ist Mitglied der Fair Wear Foundation, also nicht das übliche Gilden oder Fruit of the Loom Zeug. 100% Baumwolle und das Ganze ist, wo haben wir es? Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Schauen wir uns nochmal kurz im Detail an, das T-Shirt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben ein schwarzes T-Shirt mit dem grauen Aufdruck, mit dem grauen Wappen. BM hier groß in der Mitte in schwarz. Darunter der Schriftzug Animus und BM3. Gefällt mir gut, rein von der Optik. Auch dieses Zaun, dieses Maschendrahtzaunmuster im Hintergrund erinnert mich echt so an so ein Football- bzw. Basketballwappen. Hat auf jeden Fall was. Und das Grau-Schwarz wirkt auch in meinen Augen gut. Kann man auf jeden Fall anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gesagte T-Shirt in der Größe L, dann das passende Tuch, das passende Halstuch dazu, das doppelseitige Poster, jeweils im Querformat, die Animus Autogrammkarte, die Instrumentals zur Bonus-EP, die Instrumentals zum Album, das beides in dieser Klarsichthülle, in dieser Folie. Die Bonus-EP in der Papphülle und natürlich das Album an sich, Beast Mode 3 im Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box, Beast Mode 3 von Animus. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Animus unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.